dann wird natürlich die ganze Sache mit der Frage, ist der TFS jetzt ein geeigneter Bürgerkampf, noch problematisch. Winterl, wir stehen vor dem GBA-Gebäude in Berlin. Hier ist heute eine Entscheidung gefallen, dass nämlich ein Brustkrebsmedikament von Pfizer offensichtlich keinen Zusatznutzen hat oder zumindest in den Studien keinen Zusatznutzen zeigen konnte. Was bedeutet das? Ja, das bedeutet erstmal, dass wir in der Bewertung gefunden haben, dass es eben nicht besser ist, in den Studien, die wir gesehen haben, nicht besser ist als die Vergleichstherapien. Der GBA hat sich dieser Bewertung angeschlossen. Und das bedeutet jetzt, dass es in Preisverhandlungen mit dem Kassenverband gehen wird. Und dass aber der Preis, den der Hersteller sich möglicherweise vorgestellt hat, absehbar so nicht realisiert werden kann. Das Präparat kostet ja im Jahr 65.000 Euro, sehr stolzer Preis. Die Vergleichspräparate kosten um die 300 Euro im Jahr. Ist da überhaupt eine Einigung in der Mitte möglich? Also grundsätzlich ist es schon möglich, sich oberhalb des Vergleichspräparates zu einigen. Nun ist die Spanne, wie Sie gerade beschrieben haben, ziemlich groß. Und an welcher Stelle man sich da einigt, das wird man den Verhandlungen dann überlassen müssen. Brauchen Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs überhaupt dieses Präparat? Ja, das ist schwer zu sagen. Im Moment ist die Datenlage so, dass wir sagen, es scheint nicht besser zu sein als das, was die anderen Präparate leisten. Nebenwirkungen sind deutlich, die Erfolgsaussichten sind nicht überzeugend besser. So ist im Moment die Datenlage. Ob sich das in 2, 3, 4, 5 Jahren eventuell ändert, ob sich die Datenlage ändert, ob die Datenlage überzeugender wird, da müssen wir unter Umständen neue, aussagefähige Studien machen. Im Moment ist die Datenlage so, wie sie ist. Das Unternehmen Pfizer sagt ja, die Krebszellen wachsen nicht, der Tumor wächst nicht für eine gewisse Zeit, wenn man das Präparat nimmt. Ist das kein Vorteil? Ja, natürlich mag das ein Vorteil sein, aber es ist ja quasi nur die Voraussetzung dafür, dass ein solches Präparat dann den Frauen wirklich nützt. Und die Frage ist, was die Frauen wirklich erwarten. Die erwarten ja was anderes als die Information, dass ihre Krebszellen nicht wachsen. Die erwarten natürlich, dass sie mit einem solchen Präparat besser dran sind, was die Lebensqualität angeht, was das Überleben angeht, was Nebenwirkungen angeht, was die Balance zwischen allem diesen angeht. Und wenn man diese ganzen Dinge zusammen betrachtet, war unsere Bewertung, dass sich daraus nicht ein überzeugender Vorteil ergibt. Jetzt setzt ja Pfizer enorme Hoffnungen auf dieses Präparat. Es soll eines der wichtigsten Präparate werden. Es ist ein Blockbuster, mit dem Pfizer dieses Jahr 2 Milliarden $ einnehmen will. Haben Sie zum Beispiel vor der Entscheidung, die Sie beim IQWiG über das Präparat getroffen haben, also vor der negativen Entscheidung, haben Sie Druck aus den USA gespürt, Druck von der Pfizer, vom Pfizer-Management in irgendeiner Art und Weise? Nein, also wir haben das Dossier des Herstellers bewertet. Wir haben keinen Druck verspürt. Wir kümmern uns auch nicht um die USA und um Frankreich und um andere Länder, was die Behörden oder Institutionen dort machen. Sondern wir bewerten das, was wir haben. Und das Ergebnis ist das, was wir heute dann bewertet haben. Vielen Dank für das.